So, ich starte den Automaten. Moment. Jetzt geht's los. Die linke Walze kann ich stoppen und auch wieder lösen. Die rechte reagiert gar nicht. Und die in der Mitte hält zumindest an. Also nochmal. Stoppen, lösen. Und jetzt kann ich drücken, was ich will. Es passiert nichts. Die von vorne gesehen rechte Walze dreht quasi konstant durch und damit ist auch der gesamte Spielbetrieb gestört. Also hört gar nicht auf zu drehen und macht dann eben diese komischen Geräusche hier oben. Ja, und das muss repariert werden.